Hallo Welt. Ja, da sind wir wieder. Überladen, wer hätte das gedacht? Ich freue mich, dass wir so viel Kram haben. Jetzt schon. Wir dürfen noch eine Lagerkiste hier irgendwo draufstellen. Warum sind die alle leer hier, die ersten? Die sollten doch gar nicht leer sein. Adaptive Rahmen kommen da rein. Irgendwo haben wir doch diese Dreierkiste mit... Warum ist denn das leer? Ach, haben wir schon obendrauf eine gestellt? Ah, gut, das wollte ich jetzt nämlich machen. Da kommen nämlich Platin, Vanadium und Lithium rein. Ressourcen. So, Lithium. Das andere war Platin. Und das letzte war Vanadium. So. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir da draußen einen den Windkraftpark etwas vergrößern können. Genau, 6, das kann also, Moment, was brauchen wir, oh. Was brauchen wir nochmal für 1? Ein Gewächshaus braucht 3, also mit einer Windkraftanlage können wir 2, ja, dann brauchen wir, ist doch ganz einfach, dann brauchen wir nur 2 von den Dingern aufzustellen und alles ist okay. Stellen wir 3 und dann haben wir für das nächste Teil, für den Notfall, auch nochmal ein bisschen Energie. Baumenü, ich drücke hier V die ganze Zeit. Ja, aber das ist kein Fallout 4. Ach so, ja, richtig. Das ging ja anders hier. Ja. Ich weiß manchmal nicht, ob ich Spaß mache oder ob ich wirklich solche Schwierigkeiten damit habe in letzter Zeit. Ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel Conan Exiles gemacht. Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe da gar nicht mehr nachgedacht über alles Mögliche. Und 1, 2, 3, 4. Oh, das reicht doch. Nein, das reicht. Ach so, ich wollte mal versuchen, ob wir das jetzt verbinden können hier auch über den Flugmodus. Da habe ich doch vorhin gesehen, dass man das fast verbinden konnte. Eins noch für die Verbindung, sonst klappt das nicht. Kabel. Und ja, man kann. So, und jetzt... Jetzt müsste die Wasserpumpe hier den Link noch wieder hergeben mal. Löschen. Oh.
ja, wir brauchten mehr Wasserpumpen, aber eigentlich kann man doch Wasserpumpen auch nebeneinander hinstellen. Auf jeden Fall. Energie bekommt die Wasserpumpe? So. Und jetzt müsste sie noch Wasser verteilen. Jetzt haben alle Energie hoffentlich genug. Ja, nur kein Wasser. Ein Wasser immer. Also wir haben 12, dann... Ja, 4 Wasser brauchen die nur. Das ist das viel zu viel Wasser, was die bekommen. Cool wäre das vielleicht, wenn die Kabel dann farbig wären, wäre das einfacher zu erkennen, was man womit verbunden hat. Ja, würde sich dann hier oder dort mal die Farbe überlagern, aber wäre vielleicht so für das Auge des Betrachters leichter. Im Moment mal, und das hier ist überhaupt nirgends dran angebunden. Das bräuchte hier so ein... Was ist denn das? Flüssigkeitenbehälter. Können wir so einen bauen? Einen letzten, ja. Sind wir hier, wenn wir hier ankommen, ganz schön eingeengt. Gar keine Sicht mehr auf was dahinter passiert, auf unsere schönen Windkraftanlagen. Ich würde es ja lieber so um die Ecke hier so hinbauen. Das geht nur seitlich. Naja, egal. Ja, okay, das reicht. Erst einmal. Okay. Wundert mich, dass wir das gar nicht verbunden haben. Da wir jetzt sowieso gerade mal im Bauen sind hier... Was kostet denn noch so ein Transportlink hier? So ein Interlink? Nee, wir wollten ja mal... Wir können ja einen Frachtlink, einen normalen bauen. Wir brauchen einen Schwerelosdraht dafür. Okay, haben wir auch da. Dann wird das hoffentlich hier so ein bisschen autarker zugehen. Hoffe ich, das ist der Plan, dass wir da jetzt eine Landebahn hinbauen. Und dass wir ja, so einen Frachtlink dorthin bauen. Und dass wir da dann Helium ran schaffen mal. Ja, das wäre cool. Schwerelosdraht. Cydonia ist eine Industriestadt.
Ich glaube sogar, der Sound ist anders, dadurch, dass wir hier eine andere Atmosphäre haben. Also wenn wir direkt neben jemandem stehen, dann verstehen wir ihn noch ganz gut, aber wenn wir uns so ein bisschen entfernen hier in der dünnen Luft. Was heißt dünne Luft? Die Gravitation ist hier anders. Ja, aber ich glaube, es wurde auch daran gedacht. Habe ich so langsam den Eindruck. Okay, Frachtling. Der braucht ja gar nichts, der braucht ja nur den Ausgang. Was war nochmal? Eingang war grün. Ah. Ausgang war grün. Eingang war rot. Ach, ist ja egal. Wir stellen das mal hier so ab. Oh, dann ist der hinten der Versorger. Der kann dann sogar noch mehr, da können wir noch mehr anschließen vielleicht. Und jetzt, Moment, das da sind die Pflanzen, die sind verbunden. Ach, da brauchen wir ja auch noch mal Behälter, Gas, Flüssigkeitenbehälter. Ist ja spaßig. Ja, da fehlt jetzt alles. Kupfer, adaptiver Rahmen und Wolfram für. Hey, haben wir doch schon stehen. Oh gut. Wo ist hier der Ausgang? Frachtling eingehend, Frachtling ausgehend. So. Ja, für die bessere Übersicht kommt es da dran. Und eingehend brauchen wir, ja, doch, wir brauchen ja auch. Ach nee, brauchen wir ja gar nicht. Helium 3 brauchen wir dafür ja gar nicht. Okay. So, dann macht der uns Helium da rein und das wird verteilt an den und dann wird dieser in einer Tour Aluminium ranholen, weil wir jetzt gerade Aluminium eingestellt haben. Prima. Ja, das war es aber genug gebaut. Das sind ja extra welche hier für. Oh, wir kommen hier gar nicht dran an die von hier aus. Ich hatte mir gewünscht, dass ich von hier aus die vielleicht bedienen könnte. Ah, geht ja. Oh, okay. Transfer. Ressourcen. Hm, 190 passen da rein. Warum nur 190? Was ist denn das für eine komische Zahl? Da müssten doch viel, viel mehr reinpassen. Habe ich nicht gesagt, 75 passen da rein? Dann 75. 75 sind 150. Dann müssten noch 300 hier reinpassen in 4. Reaktives Messgerät. Schwerelosdraht. Tauregelwiderstand. Ach so, echt jetzt. Feststoff ist Feststoff, muss wieder woanders rein. Ach, was für ein Sch Ja, wobei jetzt weiß ich's, ja. Na gut, dann können wir ja von allen hier so ein paar reintun. Okay.
Passt nicht mehr. Leck mich fett. Ist das ein Sch... Ah. Ja, stimmt ja. Naja, kann man nichts machen. Das ergibt gar keinen Sinn, dann jetzt diese Baudinger hier. Und jetzt ist das eine hier voll und die anderen nicht. Ich denke, die... Ach, haben wir die gar nicht verbunden miteinander vielleicht? Ist bereits verbunden. Warum ist dann das eine voll und die anderen nicht? Oh. Hoppla, ich dachte, man kann nicht runterfallen, wenn man schleicht. Ja. Dann verstehe ich das ja mit den Links irgendwie überhaupt nicht mehr. Ergibt das dann überhaupt irgendeinen Sinn, dass wir die miteinander verlinken? Ja doch, wenn wir das verschicken wollen, oder? Aber das ist doch nicht genug. Oh, wir brauchen doch ein Ding, so ein Übersichtsding. Wo, wir können doch nicht jetzt in jeder Kiste jedes Teil einzeln lagern. What? Das ist ja ein schöner Zusatz für später mal, aber wir brauchen doch jetzt eine Lagerkiste, wo alles rein kann. Ach, das ist doch nix hier. Nee, das ist, glaube ich, nur zum Verschicken sind die. Nur für den Transporter, für sowas. Ach, Mann. Können wir denn noch so eine Kiste bauen? Ja, können wir noch. Okay. Oha. Oh nein! Wir haben das Ding hier verstellt und jetzt sind die Sachen weg. Oder sind die bei uns im Inventar jetzt? Oh. Okay, was brauchen wir hier für Material? Für die... Wofür wollten wir überhaupt noch was sammeln? Ach so, ja, hier für weitere Bauteile. Adaptiver Rahmen brauchen wir, reaktives Messgerät... Und Dichtmittel und Fluor. Fluor. Reaktives Messgerät. Was war das andere? Dichtmittel und Fluor, ja. Dichtmittel. Ist doch richtig, oder? Bei Dichtmittel bin ich mir jetzt nicht so sicher. Dichtmittel, Fluor, reaktives Messgerät. Alles gut.
Ah, ich sehe schon, wir sind wieder am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir den Helium-Frachtlink aufgebaut. Daumen hoch für euch, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.